Ich habe heute auf der Fraktionsklausur zum Thema Internet, Chancen und Herausforderungen gesprochen. Es ging im Kern um die Themen, wie stehen wir in der Kommunikation mit der Netzcommunity, wie können wir unsere Kommunikation in der Fraktion nach außen verbessern. Und inhaltlich, netzpolitisch, ging es um die Kernthemen, wie wir mit Internetsperren in Zukunft umgehen, wie wir da Lösungen finden, wie wir zur Vorratsdatenspeicherung eine Lösung finden, wie wir mit dem Thema Datenschutz umgehen, das ist ja auch ein aktuelles Thema. Und das Thema Medienbildung ist, glaube ich, ein Kernthema, weil das auch die Basis dessen bildet, was wir in Zukunft vielleicht dann nicht mehr regeln müssen, weil dort, wo die Menschen gebildet und selbstverantwortlich mit dem Medium Internet umgehen können, dort erübrigt sich vielleicht auch einfach eine Regulierung danach. Es war eine sehr interessante Diskussion, es gab viele Rückfragen und wir haben vereinbart, weil wir nicht alle Fragen besprechen konnten, dass wir in einem zweiten Durchlauf nochmal in einer Fraktionssitzung das Thema aufrufen werden. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Wir haben viel vor uns und es war ein tolles, interessantes Gespräch heute mit den Kollegen.